Du kannst jetzt endlich TikTok-Videos am Desktop erstellen und auch planen. Und Google beendet die personalisierte Werbung, alles das und mehr jetzt bei 7x7x7. Hi, mein Name ist Felix Beilharz. Herzlich willkommen zu 7x7x7, den Online-Marketing-News. Du bekommst jetzt wie jede Woche in circa 7 Minuten die wichtigsten 7 News der letzten 7 Tage. Und wie immer legen wir los mit der Gewinnerin oder dem Gewinner der Verlosung. Es gab zu gewinnen mein aktuelles Buch Crashkurs Digitales Marketing in der gerade erst erschienenen zweiten Auflage. Gewonnen hat dieses Buch Sabrina bei Facebook. Sabrina schickt mir eine Mail bei Facebook, dann bekommst du dieses Buch hier frei Haus zugeschickt. Diese Woche gibt es auch was zu gewinnen, und zwar ein neues Buch oder ein neueres Buch, das Buch In-House. Dicker Schmöker von den Kollegen Tobias und Britta Schlömer. Also das sind, glaube ich, irgendwie auch so 500 oder 800, ne, 667 Seiten, also ein dickes Ding rund ums Thema Inbound Marketing. Wer das gewinnen will, kommentiere einfach unter einem dieser Videos hier, welche der 7 News für dich am wichtigsten, relevantesten, ja, spannendsten war. Und dann kannst du dieses Buch hier gewinnen. Kannst du auf Facebook kommentieren, auf LinkedIn, auf Xing, auf Instagram oder wo immer du dieses Video hier gerade siehst. So, damit legen wir los mit den 7 News, und zwar geht's los mit TikTok. TikTok hat endlich einen Desktop-Publisher eingeführt, mit dem du jetzt am Desktop Videos hochladen und sogar planen kannst. Du kannst das Video einstellen, du kannst die Caption einstellen, du kannst ein Coverbild einstellen, du kannst einige Einstellungen machen wie Duet oder Stitch erlauben oder nicht, Reacts. Du kannst allerdings nicht einen Text-Overlay einlegen, und auch sonst einige andere Funktionen fehlen bei der Desktop-Version. Aber wenn es nur darum geht, Videos hochzuladen und die eben zeitlich zu planen, kannst du das im Desktop jetzt auch sehr einfach und sehr, sehr gut machen. Ja, dann wahrscheinlich die Aufreger-News dieser Woche. Google beendet die personalisierte Werbung. Ganz so dramatisch ist es nicht, wie es in den Medien stand, aber immerhin, Google sagt, dass sie in Zukunft keine Werbung mehr ausspielen werden, die Website oder kein Tracking mehr über mehrere Webseiten hinweg erlauben werden und dann entsprechend Werbung ausspielen, basierend auf meinem Surfverhalten. Retargeting wird davon nicht betroffen sein, ja, weil es ja meine eigene Webseite ist, aber ich kann eben nicht mehr Werbung schalten an Personen, die gerne auf zum Beispiel Sportseiten oder so surfen. Das wird alles wegfallen. Google nennt eine Alternative dazu, ein Nachfolgemodell, die Federated Learning of Cohorts oder auch FLOC. Da werden dann Nutzer in Gruppen zusammengefasst, in Kohorten zusammengefasst, die dann entsprechend getrackt werden. Google sagt, die Effektivität dieser neuen Methode liegt bei ca. 95% der Leistung der bisherigen Tracking-Methoden. Wir werden sehen, aber anscheinend wird sich da einiges in der Online-Werbung zukünftig ändern. Ja, es vergeht ja fast keine Woche, in der wir nicht irgendwelche neuen Social-Commerce-Funktionen hier haben. Bei WhatsApp, bei TikTok, bei Pinterest. Jedes Mal gibt es irgendwas Neues. Dieses Mal bei Twitter. Auch Twitter baut jetzt Shopping-Funktionen ein. Und zwar zum Beispiel ein Twitter-Shopping-Cart. Also du kannst künftig als E-Commerce-Händler Produkte in Tweets markieren, und dann wird da ein Link eingefügt zum Shop, ein Preisschild wird eingefügt und ein Shop-Button eben. Das wird sowohl organisch möglich sein in Tweets, aber auch in bezahlten Anzeigen, also in Paid-Tweets. Also auch Twitter will deutlich mehr jetzt vom Social-Commerce-Riesentrend profitieren und fügt neue Shopping-Funktionen ein. Dann gab es eine hilfreiche Aussage von Google, und zwar zum Thema Meta-Titles. Das ist ja einer der wichtigsten Faktoren nach wie vor on-page-mäßig für SEO, weil der Titel der Seite ja neben der Relevanzberechnung für Google auch die Klickrate in den Google-Ergebnissen mitbestimmt. Und Google hat jetzt gesagt, große Seiten automatisieren ja Titel sehr gerne. Wenn sie Hunderttausende von Unterseiten haben, werden ja kaum von Hand geschrieben. Aber Google sagt, eine Mischung aus händisch erstellten und automatischen Titeln sei völlig okay. Also zum Beispiel für die wichtigsten Bestseller-Produkte, Kategorien und so weiter, machst du die Titel von Hand, und der Rest kann dann eben automatisch auf Muster basierend mit Templates erstellt werden. Das ist kein Problem. Übrigens auch die Länge ist okay, wenn der Titel länger ist. Also es wird nicht bestraft oder so, wenn ein Titel über die normale Zeichenbegrenzung von ca. 60, 65 Zeichen hinausgeht. Dann wird es bloß bei Google eben abgeschnitten. Also es sieht dann doof aus, kann die Klickrate vielleicht sogar ein bisschen beeinflussen, aber verboten ist es nicht und bestraft wird das eben auch nicht.
Dann gab es eine News für alle, die bei Pinterest aktiv sind. Vergessen viele, ist aber ein spannender Kanal, vor allem im B2C. Pinterest hat wieder starkes Wachstum hingelegt und zwar aktuell 459 Millionen Monthly Active Users, also auch nahe der halben Milliardengrenze jetzt schon. Das macht ein Wachstum von 37% year over year, also seit dem letzten Jahr. Das ist immer so deutlich mehr gewachsen weltweit als in den USA, also von daher nicht nur ein US-Kanal, ein weltweit starker Kanal. Und das Spannende ist, das größte Wachstum gab es bei zwei Gruppen, nämlich zum einen Generation Z und zum anderen bei Männern. Ja, Pinterest war bisher immer so ein bisschen so ein weibliches Thema, jetzt eben nicht mehr so sehr. Immer noch eher weiblich dominiert, aber die Männer holen stärker auf. Beide Gruppen, Generation Z und Männer, sind 40% gewachsen, also künftig auch für alle anderen Zielgruppen vielleicht ein spannender Kanal. Ja, dann gibt es nochmal News zu TikTok und zwar gibt es ein neues Q&A-Feature bei TikTok. Ja, bisher können ja Nutzer, die ein Video sehen, zum Beispiel in den Kommentaren Fragen stellen, nur gehen die halt bei großen Creators relativ schnell unter allen anderen Kommentaren und das wird jetzt in Zukunft anders aussehen. Es gibt eine neue Q&A-Funktion. Heißt, du kannst als Nutzer eben nicht einen normalen Kommentar in einem Video schreiben, sondern ganz speziell einen Q&A, eine Frage erstellen, die dann bei den Creators eben auch besonders aufschlägt. Heißt, die können dann ganz gezielt nach solchen Fragen suchen und dann zum Beispiel daraus ein Q&A-Antwort-Video machen oder diese Fragen eben beantworten. Das musst du allerdings erst als Kanal erst freischalten, findest du bei Einstellungen und dann bei Ersteller-Tools, da gibt es dann die Option, Fragen und Antworten freizuschalten, ab dann können deine Nutzer auch die Q&A-Funktion nutzen. Kannst zum Beispiel dann darauf aufrufen, dass man dir Fragen schickt, die du dann in einem Video oder sogar in einem Livestream nachher beantwortest. Und zum guten Schluss nochmal ein Tool oder Website-Tipp und zwar eine Seite, die Social Media Charts auflistet und Statistiken zu aktueller Nutzung auflistet. Sehr, sehr spannend. Das ist die Seite nindo.de. Nindo.de. Da hast du jede Menge Charts, zum Beispiel welche YouTube-Kanäle, welche Insta-Accounts, welche TikTok-Kanäle und so weiter haben gerade aktuell die meisten Views. Immer so Woche pro Woche, wer ist gerade so oder auch sogar täglich, wer ist gerade am stärksten. Wer wächst gerade am stärksten, was Follower angeht? Ja, welche Videos oder Posts bekommen jetzt gerade die meisten Kommentare? Welcher Twitch-User hat gerade die meisten Streams oder die meisten Follower und so weiter? Also jede Menge aktuelle Charts und Analysen zu Social Media. Wenn das für dich spannend ist, guck mal bei nindo.de rein. Das waren die 7 wichtigsten News der letzten 7 Tage. Wenn es dir gefallen hat, lass mir gerne einen Daumen da oder ein Abo da. Dann sehen wir uns jede Woche hier zu den nächsten 7 News. Und wenn du das Buch Inbound gewinnen willst, dann kommentiere am besten jetzt, welche der 7 News für dich am wichtigsten war. Das war's für diese Woche. Bis nächste Woche. Bleib gesund. Dein Felix Beilhardt.